Der absolute Höhepunkt der Faschingssaison in Villmar ist die Frauensitzung im Pfarrsaal der Peter- und Paul-Kirche. Auch dieses Jahr wurden die Lachmuskeln über ihre Schmerzgrenze hinaus strapaziert. Für gewöhnlich halten die Frauen um Ingrid Pohl eine Seniorensitzung und zwei Abendsitzungen. Doch dieses Jahr war der Andrang beim Kartenvorverkauf derart groß, dass sie sich spontan entschlossen, noch eine weitere zusätzliche Sitzung zu halten. Und, wie war es anders zu erwarten, alle Sitzungen waren komplett ausverkauft. Hermann Zöller an den Keyboards sorgte für die musikalische Untermalung des Programms. Und was für ein Programm! Die mehr als 3 Stunden lassen sich hier nur schwerlich wiedergeben. Man muss es einfach selbst erlebt haben. Ich nicht auf der Bühne wär, was würde ich denn sein? Wenn ich nicht auf der Bühne wär, Polizist würde ich sein. Zur Einstimmung wurde von den Damen sehr anschaulich dargestellt, was sie machen würden, wenn sie nicht auf der Bühne wären. Ein Sportler würde ich sein. 1 und 2, runter und rauf. Stopp, komm her und geh! Eine gefährliche Nummer, die auch böse ins Auge gehen könnte. Auf Nachfrage wurde uns bestätigt, dass diese Nummer auf Anhieb hingehauen, funktioniert hat und erstaunlicherweise keiner langwierigen Probe bedurfte. An solch einem Abend durften natürlich die Rising Flames der Freiwilligen Feuerwehr Villmar nicht fehlen, die den Saal so richtig einheizten. Gerda und Eckhardt, gespielt von Edith Brahm und Doris Clercy, präsentierten den morgendlichen Ehestreit um trockene Brötchen. Bei den trockenen Witzen dieses eingespielten und hervorragend aufeinander abgestimmten Paares blieb kein Auge trocken. Wer ist da verantwortlich für das leibliche Wohl der Familie? Dass er ist aber auch nicht, dass ich verantwortlich für treue Preacher bin. Ach so, aber ich soll mit in der Nacht aufsteigen. Soll mit dem Besen gewaffnet, wenn er der Tier stieg. Und vor dem besten Bäcker gehen und ihn da als immer brohren. Hey! Der Teufel mischt sein Spiel und der Preacher sind frisch. Ich möchte eine Anzeige aufgeben. Wie bitte? Er sucht sie und sie sucht ihn. Sind Rubriken, die man in einer Zeitung unter dem Begriff Kontaktanzeigen finden kann. Ich, weiblich, geht mal her. Doch wie weit kann man solchen Anzeigen Glauben schenken? Silvia Werner, Doris Clercy, Ursel Scheu, Sabine Brötz und Iris Friedrich zeigen in ihrem Sketch, wie raffiniert solche Anzeigen frisiert werden. Und das ist kaum an den Haaren herbeigezogen. Also, aus dem unschuldig Geschieden machen wir nicht ganz unerfahren, verstehen? Aus dem Einser machen wir sehnsüchtig. Dann schreien wir Blondine, nicht ganz unerfahren, wartet sehnsüchtig auf dich. Die Joggerinnen Sabine Ansorge und Ruth Brahm philosophierten, wie kann es anders sein, über ihren makellosen Körper und den Fitnesswahn. Dabei bekamen selbstverständlich auch die Männer ihr Fett weg. Was auch jetzt mal ein anderes Thema. Wir haben ja daheim bei uns im Bad so ein Spiegel hängen. Ja, oh. So ein Riesenvieh. Brutal. An einer ganz ungünstigen Stelle.
jedes Mal, wenn ich aus der Dusche komme, muss ich an dem Spiegel vorbei. Hey, was wenn das geht? Ich denke immer, bloß nicht hingucken. Aber hey, bei meinem Mann ist das ganz anders, gell? Der hat Nerven. Der geht aus der Dusche, sieht den Spiegel, baut sich vor dem Spiegel auf, betrocht sich da von alle Seiten. Da rief der Maisch und da sagt er, hey, guck mal, Hunderschnepp, eine geile DNA. Hey, ich denke mir jedes Mal, was denn der da du was anschnitzelt. Also ich liebe ja Männer mit Bauch. Ach jo. Ja, ja. Weil gutes Werkzeug will trocken hängen. Was so eine Schreibmaschine ist, das können sich die jungen Leute im Zeitalter von Smartphone, Tablet, Chats und WhatsApp nicht mehr vorstellen. Das ist meine herrgottsbeste Schreibmaschine. Da schreibe ich seit 30 Jahren. Der steht seit 30 Jahren auf meinem Schreibtisch. Aha, mit dem Ding kann man also schreiben. Ist da Word drauf? Solch ein antiquiertes Gerät mit einem klemmenden F zu reparieren, ist schier unmöglich. Also hey, ist es tappern. Also ist das ein Drucker? Pia Höck treibt hier Ursula Alban als Techniklegasthenikerin hier schier in den Wahnsinn. Wo ist dann eigentlich der Akku? Die haben den Akku irgendwie vergessen. Hey, das hey, ist eine Schreibmaschine. Ja, aber ohne Akku können wir das Ding überhaupt gar nicht hochfahren. Nun möchten Sie wissen, was sich so Frau Kotschian möcht im Traum erlebt haben und Frau Bolitschek es nicht möcht glauben können? Nun, Ingrid Pohl und Sabine Ansorge präsentieren gekonnt diesen böhmischen Klamauk zweier Freundinnen mit ihrem vortrefflichen Dialekt. Stellen Sie Ihnen vor, im Traum möchte ich geschossen haben, zwei riesige Elefanten. Was? Was möchten Sie geschossen haben? Zwei riesige Elefanten. Frau Kotschian, jetzt hören Sie aber auf. Seit wann möchten Sie denn schießen kennen und vor allen Dingen dürfen? Frau Bolitschek, es hat mir doch nur geträumt, dass ich habe geschossen, die zwei Elefanten. Na sagen Sie mal, Frau Kotschian, was möchten Sie denn für Elefanten gewesen sein? Indische oder afrikanische? Nur lebendige. Wo hat es Ihnen denn geträumt? In Tunesien oder in der Türkei? In Kanada. Kurt, 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 ich bin raus. Die neue vollautomatische Spritze HS2 der Feuerwehr hat es dem technikaffinen Hausbewohner Kurt besonders angetan. Vollautomatisch. Dass seine Frau dabei beinahe den Flammen zum Opfer gefallen ist und es nach den ausführlichen Erklärungen des Feuerwehrmannes bald nichts mehr im Haus zu löschen gab, fiel dabei überhaupt nicht ins Gewicht. Pia Höck, Sabine Brötz, Ruth Brahm, Ursel Scheu, Silvia Werner und Iris Friedrich freuen sich, dass alle dem Flammenmeer lebendig entkommen konnten. Ich habe es Ihrem Gatten schon erklärt. Das ist die neue HS2 mit automatischer Möbelpflege. Wir haben doch gar keine Möbel mehr. Ich bin eine der Köpfen und um den Finger hinten Sabine Ansorge überzeugte mit ihren gesanglichen Qualitäten und Liedern aus der guten alten Zeit. Bella, Bella, Bella Marie, bleib jetzt stopp, Herr Mann.
Mann. Wo sind denn die Mandolinen? Aber naja, ihr seid mir jetzt so sympathisch dran, dann müssen wir halt eben improvisieren. Also Schwung holen und dann führt ihr den Finger zum Mund und lasst durch rhythmisches Hin- und Herbewegen eine Melodie, eine Mandoline erklingen. Bella, 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 Maria, sag mir vor, ich komm zurück zum Morgen. Bella, 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 Maria, vergiss nicht mich. Und Ihre Lieblingsfarbe? Weiß. Schaumohlweiß. Das ist noch etwas weißer als weiß. Je weiter die Zeit in einer Ehe voranschreitet, desto mehr schleichen sich olle Marotten ein. Die Aufmerksamkeit für den Partner lässt nach, ja, und sogar das Küssen gerät immer mehr in Vergessenheit. Herr Blömann, küssen Sie Ihre Gattin gelegentlich? Was ist los? Wie gut, dass es da die Eheberatung gibt, die einer alten Beziehung wieder frisches Leben einhauchen kann. Der Kuss als Ausdruck menschlich-ähnlicher Bedürfnisse ist zur Behebung einer chronischen Kontaktschwäche von großer Bedeutung. Bitte küssen Sie jetzt Ihre Gattin. Wohin? Wo Sie wollen. Silvia Werner, Edith Brahm und Doris Clercy brillierten abermals in ihrer einzigartigen, mitreißenden Komik. Auf den Mund? Ja. was kostet denn so ein Gerät? Ich krieg alles mit, merkst du das mal? Natürlich darf sie auf dieser Frauensitzung nicht fehlen. Ruth Brahm alias Waltraud. Schon das ganze Winter Speck verloren? Aber was? Wo? Okay, mittlerweile sind die Frühlingsrolle tot. Sie wollte sich schon letztes Jahr an einen Bürgermeisterkandidaten heranschmeißen und eine gute Partie ergattern. Warum nur wurde dann aber solch ein smarter, junger Bürgermeister gewählt? Ich hoffe mal schon so auf den Bürgermeisterkandidaten. Die Leute erkennen, wer wird's? Ah ja, der junge Ruppröder. Ist doch gut. Hey, wir kunden dir das da runter. Ein Schmale von außer hier, Hecke und Axel Paul, die sind die Stöcker da rein. Da haben wir schon mal was durch. Waltraud, steck nette Kopf in den Sand. Erinnert dich an Frankreich. In Frankreich, der Ministerpräsident Macron, dem seine Frau Ingrid ist ja nun mal auch wesentlich älter als der. Ja. Und der Unterschnitt gedacht, Waltraud, wenn das in der großen Politik klappt, warum nicht auch bei uns? So nahm dann auch der Abend so schnell kein Ende. Und im Gespräch wird diese fantastische Frauensitzung sicherlich noch lange bleiben.